Hi und willkommen zurück hier über den Wolken. 86% meiner Zuschauer sind noch keine Abonnenten, wenn auch du derjenige bist, der hier regelmäßig vorbeischaut, aber noch kein Abo dagelassen hast, dann drück doch gerne auf die Glocke. Das wäre super nice und würde mir voll helfen. Danke. Wir haben das letzte Mal die Icy Tundra überlebt und sind jetzt im Wüstenbiom bzw. im Desert angekommen. Jo, das heißt, mit Glück könnten wir vielleicht sogar ein wenig Lava finden. Und das wäre für mich das Nonplusultra, weil vorher kann ich hier nicht weiterbauen. Und das ist schade. Deswegen nicht lang schnacken. Ran an die Arbeit und wir brauchen noch eine Schaufel. Ja, erst einmal Dankeschön an alle diejenigen, die hier fleißig reinschauen und immer wieder sich das Ganze geben, was ich hier tue. Was ist das für ein Block? Ganz ehrlich, Dankeschön. Es ist schön zu sehen, dass das, was man tut, irgendwie Interesse bringt. Und wir gucken mal, was das hier ist. Prismarin, wenn ihr Anforderungen, Wünsche, sonstiges habt, wo ihr sagt, hey, das könntest du vielleicht besser machen. Gerne. Nutzt die Kommentarfunktion, sagt es mir. Ich werde versuchen, es umzusetzen. Gold, 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 Gold. Gold ist geil. Das gönnen wir uns. Und Kohle. Dann noch ein bisschen kleine Eigenwerbung an der Stelle. Parallel läuft das Minecraft Create Live 4 Modpack Abenteuer. Oh, Turtle! Da könnt ihr natürlich auch gerne vorbeischauen. Auch da gerne sagen, ob es euch gefällt, wie es euch gefällt. Und das. Dia! Dia! Die Folge wird immer besser. Wir haben Diamanten. Geil. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, wie wir die, wo wir den Kollegen unterbringen. Kannst ja nicht einfach so da lassen. Das Problem ist, dass wenn Zombies kommen, dass die den ja einfach niedermähen, ne? Ja, Moment. Moment, haben wir noch Erde? Können wir da irgendwas platzieren? Wo habe ich meine Erde? Ich muss mal gucken. Zeigen, dass. Hallo? Das ballern wir jetzt mal einfach schnell da rein. Diamant kommt woanders rein, Kohle auch. Golderz, Eisenerz. Packen wir mal woanders rein. Ei. Und da rein. Wo habe ich meine? Da habe ich sie. So. Okay. Wo haben wir Erde? Wenn ja, wo? Dirt. Das ist gut. Und wo ist meine Großkiste? Da. Sand haben wir nicht extra. Ja. Nein. Okay. Dann ab in die Großkiste. So, dann gucken wir mal schnell. Müssen wir kurz orientieren. Mal schnell ein bisschen. Bisschen Bleche für den Kollegen, damit er nicht stirbt. Und wir ihn natürlich auch behalten können. Okay. So. Jetzt werden wir da ein bisschen Wasser reinlegen. Und dann einziehen. Ich brauche unbedingt mehr Baumaterial, aber das kriegen wir noch hin. Also wir werden auf jeden Fall demnächst noch eine Folge aufziehen, wo wir das Ganze versuchen, ein bisschen schöner zu machen. Das wäre so
mein Wunschgedanke, aber wie gesagt, dafür bräuchten wir auf jeden Fall Lava. Das wäre so mal das unterm Strich Wichtigste an der ganzen Sache. So, da kann sie ja eigentlich nicht zwischendurch glitschen, oder? Gehen wir auch nochmal sicher. Nicht, dass sie meint, sie muss jetzt Selbstmord machen. Das könnte ich jetzt irgendwie nachvollziehen und irgendwie auch nicht. Das ist trotzdem symmetrisch jetzt, ne? Yay! Ungewollt. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Fläche und dann müssten wir hier vielleicht noch irgendwie ein bisschen versuchen, Sand reinzusetzen, dass es sich auch ein bisschen heimisch fühlt. Machen wir da hinten ein bisschen Sand rein, so. So und auch mal so auch. Was soll der Geiz? Ein bisschen Sandfläche. Jetzt brauchen wir hier noch ein bisschen Fans und dann schauen wir, dass wir die Schildkröte irgendwie rauskriegen. Wir könnten, wenn wir jetzt ein bisschen Erde reinsetzen und das unter Wasser mit Bone Meal bearbeiten, dann müssten wir doch eigentlich Seg rauskriegen, oder? So, dann. Ja, sehr schön. Ich möchte das jetzt auch einfach abernten. Nein, da brauche ich eine Schere. So, sehr schön. Machen wir so ein bisschen. Und wir hätten gar nicht Erde gebraucht, ne? Es geht ja auch auf Holz unter Wasser. Interessant. Macht zwar irgendwie wenig Sinn, aber ja, gut. Holz unter Wasser kann auch bemoost werden. Also von daher irgendwie auch doch irgendwo richtig. 2000 Jahre später. Ah, okay, sie ist im Wasser. Ich dachte schon. Und weiter geht's. Ach, das war Ton. Ich dachte schon, Schnee, hä? Ja. Ja, Kollege, ich sag mal Tschüss. Komm, wir lösen ihn. Komm nicht hin. Er hat mich angekackt. Drowners. Ja, Kollege. Ist ein bisschen falsch, ne? Das Wasser ist woanders. Und? Nice. Dreizack. Er ist zwar ziemlich kaputt, aber wir werden ihn auf jeden Fall reparieren. Lachs. Und mit dir los. Ja, tot. Aber hey, nice. Ein bisschen Essen ist nie verkehrt. Und das war noch frei Haus geliefert. Das ist ja super. Ach komm. Können wir gleich mal hier reinsetzen, komm. Haben wir da irgendwo Platz? Kommst du da auch wieder raus oder müssen wir dir helfen? Man, ersticken kann sie ja jetzt nicht, aber ich glaube, wir müssen da mal Slabs oder irgendwas setzen. So. Einmal das. Jetzt brauchen wir ein paar Slabs. Nehmen wir ein paar Sandstone Slabs. Und ein paar Cut Sandstone Slabs. Das geht ja nicht. Das so machen. Und dann müssen wir das so machen. Ach, die darf. Ach, komm. I hate it. Das könnten sie ruhig mal rauspatchen. Dass du. Und gleichen Blocktyp, aber unterschiedliche Verarbeitung, dass du die nicht verbinden darfst. Im wahren Leben darf ich das ja auch. Also von daher.
Ach Gott, nein. Ah ja, der Rückschlag. Immer wieder schön. Big Aim. Ziel erfasst. Ich kann das ja auch. So, das heißt, wir können uns eventuell bald schönes Licht machen. Das ist schön. Schönes Licht ist schön, ja, das macht recht Sinn. Ja, manchmal frage ich mich echt, was in meinem Kopf vor ist. Schildkröte? Kann doch da nicht raus, oder? Doch, die ist da rausgekommen. Was geht denn mit dir ab? Ja. Ach ja, mach sie gemütlich. Genieß die Aussicht. So. Flüchtige eingefangen. Weiter geht's, würde ich sagen. In der Hoffnung, wir kriegen jetzt irgendwann mal was, was wir hier sinnvoll verwenden können. Ah, oh, Kugelfisch. Super. Ja, danke für das Gift. Oh, na super, danke für den Effekt. Danke. Das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber gut. Ach, das ist ein nasser Schwamm. Ein nasser Schwamm kam jetzt auch noch dazu. Nice. Können wir gleich mal. Links. Na, das Wasser rausziehen, wobei wir eine unendliche Wasserquelle haben, also von daher. Das jetzt nicht so viel sind. Dann brauchen wir mal schnell einen Schluck Milch, um die Abbaulähmung runterzukriegen. Nice, Dankeschön. Und bitte nochmal Fast Food. Danke. Oh nö, die armen Delfine. Oh nein, nicht schon wieder. Und wieder, bam. Ja, genau. Was ist denn hier los? Seid ihr ein bisschen doof oder was? So. Schöne ist, wenn da so viele rumhüpfen, triffst du auf jeden Fall irgendeinen. Okay, warte mal, wir müssen mal kurz den Ex-Sänger hier bitte mal rausnehmen, weil der bringt die ganze Stimmung kaputt. Naja, das ist wie so ein Nörgelnder, der in der Vorstellung sitzt und sagt, alles Scheiße hier. Wir können doch einfach nach unten durchführen, ne? Ich habe Abbaulähmung. Alle weg. Sehr schön. Und jetzt einfach reinlaufen und jetzt die Items holen. Ne? Ach ja. Der Block ging jetzt gerade. Genau. Dachte es mir schon. Nicht dahin, wo er so sein sollte. Ja, Hallöchen. Nee, die Vorstellung ist vorbei. Bitte stellen Sie sich an der nächsten Schlange an. Also heute ist 13 for Free Day oder was? Läuft. Und ein Iron Helmet. Oh, danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir unterbrechen die Sendung für eine kurze Einblendung. Die Einblendung ist vorbei. Ja, jetzt mal Spaß beiseite. Nein, das macht man normalerweise nicht. Ne? Also, wir sind einfach anständig und Wasser. Ich will Lava. Wasser habe ich doch. Was möchte ich denn mit noch mehr Wasser, wenn ihr schon Eis hergebt? Ach, nicht schon wieder du. Ja, nee, braucht man nicht. Erinnert mich daran, dass wenn ich Lava habe, dass ich auf jeden Fall auch gleich einen Verbrennungsofen für unnütze Materialien
Aufbau. Das, ja. Uhuhui. Okay, ich kann mir was Schönes schreiben. Regen. Reden. Das ist ein. Das nächste Biom hat irgendwas damit zu tun? Ich weiß nicht. Und ein bisschen Musik. Können wir uns demnächst mal ein bisschen Musik aufmachen? Okay, ich glaube, wir sind fast durch. Ein Bucket of Salmon, ein Bucket of Cod und ein Trident. Wow. Ja, also wir haben 4, 3 Zöcke. Wo können wir einen verlieren? Also nicht so schlimm. Ja, war klar. So, und jetzt schauen wir mal, was uns erwartet im nächsten Biom. Jungle! Welcome to the Jungle. Ja. Okay, ja, was soll ich sagen? Diese Runde war jetzt ein bisschen traurig. Also, versteht mich nicht falsch. Es gab das ein oder andere, was wirklich schön ist. Aber es macht jetzt noch keinen Sinn, das zu verbauen, weil zum Beispiel die Seelaternen, wenn ich jetzt aufbaue, zusammencrafte und dann wieder abbaue, weil ich anderes Baumaterial endlich bekommen. Ja, dann sind sie ja wieder kaputt. Von daher werden wir auf jeden Fall hoffen und schauen, dass wir bald an Lava rankommen. Müssten wir hoffentlich bald. Das wäre sehr schön. Von daher würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es heißt, wo ist die Lava? Gib sie mir. Nein, Spaß. Wir kriegen sie schon. Bestimmt, irgendwann. Bald. Wir werden sehen. Lassen wir uns überraschen. Bis dahin, ich sag, reingehauen und denk dran, wenn es dir irgendwie gefallen hat, ich glaube, ich habe was kaputt gemacht, nice. Dann, ja, lass gern ein Like da. Hallo, kannst auch gerne Hallo sagen in den Kommentaren. Ich freue mich. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. One Block. Oder Schleichwerbung an der Stelle. Schaut gerne mal bei Minecraft Create vorbei. Es macht Spaß. Es macht richtig Spaß. So, das war's. Wir sehen uns. Ciao.